Ich bin sehr gerührt, weil ich in letzter Zeit nicht mehr so oft im Erzgebirge bin. Kurz was zu meiner Person. Ich bin 1956 geboren in Annaberg, bin dort geblieben bis zum Abitur, das war 1974. Und dann bin ich gewissermaßen ausgewandert. Zuerst nach Rostock hoch. Dort habe ich eine Ausbildung gemacht zum Rundfunksprecher der DDR damals. Und dann hat es mich verschlagen in die Berliner Gegend. Und seit der Wende bin ich eigentlich freiberuflich tätig gewesen. Ich bin es heute immer noch als freiberuflicher Sprecher. Sie müssen sich das so vorstellen, ich bin kein Moderator. Ich bin ein Sprecher, ein Offsprecher. Man hört mich im Fernsehen ständig in sehr, sehr vielen Dokumentationen. Ich habe 30 Jahre das ARD-Politmagazin Fakt gesprochen. Das Politmagazin vom MDR, exakt, diverse Tierdokumentationen, ZDF, ARD, das war so mein Brot. Und ich muss dazu sagen, und das wird sich heute Abend noch so gestalten, dass wir im Erzgebirge, zumindest wir aus unserer Zeit, ich spreche jetzt für meine Zeit, eine ausgesprochen gute Kinderstube hatten. Also meine Kindheit in der DDR war brillant. Wir haben die Zeit draußen verbracht. Ich hatte in meiner Freizeit Judo. Ich habe Schach aktiv gespielt. Ich war im erfolgreichsten Rezitatorenclub der DDR, geleitet von einer gewissen Hannelore Staub. Die war damals DDR-Meisterin im Rezitieren. Ich war der einzige Junge. Und wir haben leidenschaftlich gern den Zauberlehrling gelernt und haben einfach uns ereifert, das als junge Kinder vortragen zu können. Und ich im Rezitatorenclub, da ist einfach bei mir die Liebe entstanden, irgendwas mit dem Wort zu machen. Und so hat sich quasi mein Berufsleben gestaltet. Ich habe zwei Söhne. Der Älteste sagte mal zu mir, sehr, sehr stolz auf mich, weil es ganz, ganz selten offensichtlich, es gibt heute Abend noch einen zweiten, schicke ich schon mal vorab, ganz, ganz selten einem Erzgebirger gelingt, Hochdeutsch zu sprechen. Das hat Jahre gedauert und so im normalen Wort gelingt mir das noch immer nicht, weil ich immer wieder zurückkomme auf meine Vergangenheit. Aber wenn ich dann Texte lese, wird der Schalter umgelegt und dann ist es eigentlich Hochdeutsch in Ordnung. Und insofern hat uns der Weg heute hierher geführt. Kann ich Ihnen auch noch eine kleine Geschichte erzählen, bevor wir dann zu den Autoren kommen, die sich heute Abend präsentieren wollen. Vor vielen Jahren rief mich in Werder an der Havel ein Mensch an, der heißt Michael Teuchert. Der macht heute das Technische hier, den Ton. Er ist Kameramann, hat sehr viele Fußballspiele begleitet für diverse Sender. Er hat hier Filme gemacht und er hat recherchiert, hat nach einer Stimme gesucht und hat mitbekommen, da ist ein Annaberger. Könntest du meinen Film sprechen? Da haben wir uns in Berlin getroffen, sind uns näher gekommen und da ist jetzt eine Freundschaft daraus entstanden. Ich leihe öfter mal eine Stimme für diverse Filmprojekte. Einige sind doch draußen zu bekommen. Hartau hat er gemacht oder über die Kirchenbaumeister. Und dadurch hat sich für mich, weil meine Eltern schon längere Zeit tot sind, wieder der Weg zum Erzgebirge geöffnet. Vergiss Vater Hamid nicht. Nebenbei bemerkt, was ich noch mir gemerkt habe, warum die Kindheit so schön war. Ich habe ihn sogar noch persönlich kennengelernt. Ganz große Literaten waren hier zu Hause. Arthur Schramm. Das bedeutendste Gedicht, und da liegt eine Philosophie da drin: Die Sonne scheint ins Kellerloch. Oh, löse doch, oh, löse doch. Oder Rumpel die Pumpel. Weg war der Kumpel. Das konnten wir zu dieser Zeit damals alles auswendig lernen und das hat uns heute begleitet. Und Sie werden es nicht glauben, in Werder oder in Rostock oder sonst wo, Arthur Schramm kannte man. So, genug der Worte jetzt zu meiner Person. Wir haben heute Abend das Vergnügen, fünf Autoren begrüßen zu dürfen, die sich hier jeweils so, wir legen uns auf die Minute nicht genau fest, 10 Minuten aus ihrem Schaffen vortragen. Dann mache ich quasi Platz, setze mich hier vor und der Schreibtisch oder die Bühne gehört Ihnen. Wir haben heute zwei Frauen da. Zum einen Frau Dr. Benita Martin, dann Daniel Zinn, Robert Landgraf aus Marienberg. Mit ihm werden wir gleich beginnen.
Und dann sind noch Herr Professor Dr. Karl-Heinz Binus mit von der Partie und noch ein Literat, Professor Dr. René Seitenglanz, ebenfalls aus Annaberg stammend. Ich werde ihm nachher vielleicht noch ein paar persönliche Fragen stellen, weil mich das interessiert. Als ich aus Annaberg weg bin, ist er geboren. Und wie hat sich das gestaltet? Das ist für mich alles Neuland und wir wollen das so spontan wie möglich halten und Sie vielleicht auch gern mit einbeziehen. Ja, unser erster Gast heute Abend, Robert Landgraf aus Marienberg. Er ist Lehrer, hat sich, wie ich recherchiert habe, auch mal eine Zeit lang ins Hessische verirrt. Da habe ich mal einen tollen Werbespot gemacht, im Frankfurter Raum über eine Biersorte. Kennt dort jeder, Licher, zum Wohl. Mit Licher fährst du sicher. Scherz beiseite. Und Robert Landgraf wendet sich verstärkt dem Erzgebirge dergestalt zu, dass er quasi Reisen unternommen hat, diesseits, genau, jenseits, so. Also in der CSSR oder Tschechei, so heißt es heutzutage, und bei uns. Und er hat da bestimmte Weltkulturerbepunkte ausfindig gemacht und verfasst seine Eindrücke quasi in lyrischer Form. Ist das richtig? Ja, dann haben wir es ja schon anmoderiert. Dann mache ich jetzt schon mal Platz und wir gönnen Ihnen jetzt 10 und uns amüsante Minuten. Schauen wir mal. Ja, Blick auf und schönen guten Abend. Danke, dass ich hier sein darf, liebe Konstanze. Ja, Herr Baden hat es schon gesagt, ich schreibe Gedichte über unser Welterbe und da ist halt vor 3 Jahren ein kleines Büchlein erschienen, Miriquidis Erben, und dort habe ich halt alle 22 Welterbestätten halt mal näher betrachtet und sie auf lyrische Art verarbeitet, und da möchte ich Ihnen heute so eine kleine Rückblick oder eine Zeitreise mit Ihnen machen in die Geschichte einzelner Stätten. Und ich beginne aber erstmal mit dem Epilog, was eigentlich am Ende des Buches immer steht, aber ich möchte es heute als Einstieg nutzen. Der Erzgebirge, wie man hört, er ist aus ganz besonderem Holz. Auf Heimat, Tradition und Weihnacht, auf seine Herkunft durchaus stolz. Man sagt, er sei doch leicht verschroben, bescheiden, manchmal gar zu sehr, voll Tatkraft, Fleiß, Erfindergeist, denn alles kommt vom Bergwerk her. Dann gehen wir aber mal in Zeit zurück, die gar nicht so lange her ist, genauer gerade mal 76 Jahre. Die Geschichte 800 Jahre von 1168, Silberberg oder ersten Silberfunde in Freiberg. Jetzt sind wir im Jahr 2023, auch nicht gerade in der friedvollsten Zeit. Und auch da gibt es natürlich Kapitel in unserer Montangeschichte, die auch zum Nachdenken anregen. 1947, Bergbaulandschaft, Uranerzbergbau. Krieg, Zerstörung, langes Leiden. Das Schlimmste war gerade erst vorbei. Da rief die stolze Siegerstimme: Schafft uns Uran recht rasch herbei. Wir müssen immer weiter rüsten. Der Frieden bleibt nur so erhalten. Ach, wenn die Kindeskinder wüssten, wo rohe Kräfte sinnlos walten, bricht Zukunftshoffnung rasch in zwei. Uran, so forderte der große Bruder, Uran für das Atomprogramm. Uran, wir suchen viele Männer, wir finden sie im Erzgebirge, im Westen, oben, nah am Kamm. Was folgt seit 1947, war einzigartig auf der Welt. Uranabbau in Todesmengen hat Landschaft auf den Kopf gestellt. Die Wismut übernahm die Leitung, zentral geführt, Uran für die Sowjetunion. Aus Schneeberg, Johannstadt und Schlema, aus Hartenstein kam das Uran. Der Kalte Krieg küsste mit Leidenschaft den Bergbau, Männer, die Region, der Kalte Krieg, ein Mächtewahn. Es war die Zeit der Hungerjahre, erst recht in der Montanregion. Wer konnte, ja, der ging zur Wismut, für Schnaps, für reichlich Lebensmittel, für ungeheuer hohen Lohn. Für manche Männer war die Wismut ein atomarer Alltagsschatz, für andere ein stillgelebter, ein totgeweihter Rummelplatz. Von Arbeitsschutz war kaum die Rede. Es galt nur eins, friss oder geh. Den Lungenkrebs gab's als Dessert. Es rieselte ganz sanft der Schnee. Und Politik bricht Lebensläufe in der urangelobten DDR.
Schaust du zurück in Silberzeiten, den Ursprung der Montanregionen, so scheint die Zeit Uraner Jahre wie bittersüßer Hoffnungshohn. Das Leid, die Teufe unvorstellbar, und doch das Erzgebirge lebt. Vorbei die Zeit des Kalten Krieges, der über allen Zeiten schwebt? Und stehst du heute bei Bad Schlema, den Förderturm im festen Blick, so denk nicht nur ans Weltenerbe, denk auch an jene Zeit zurück, als viele tausend Kumpel der Wismut ihre Leben liehen und nun als längst vergessene Helden wie Strahlen durch die Zeiten ziehen. Landgraf, Sie haben eine sehr weiche Art, Texte zu sprechen. Das ist etwas Seltenes beim Mann, bei einem Vortragenden. Das kommt sehr gut. Ich kenne die Branche sehr gut. Und ja, sagen Sie, wissen Ihre Schüler von Ihren Fähigkeiten? Können Sie den Schülern mal hier und da was durchsickern lassen, was Sie so schreiben? Sie wissen es, aber es ist nicht meine Art, das im Unterricht jetzt zu behandeln. Da machen wir bedeutendere Werke. Das sollten Sie tun. Ich hatte mal, und verzeihen Sie, also ich habe keinen Plan. Ich bin einfach hier in meiner Heimat und freue mich. Und jetzt kommen schon die ersten Erinnerungen wieder zurück. Meine Abiturzeit. Wir hatten in Annaberg einen Lehrer, der hieß Wohlgemuth. Der hat zu seiner Zeit noch mit Thomas Mann korrespondiert. Und der war Hörspielautor in der DDR. Und zu meiner Zeit, 73, 74, da hat Nina Hagen in Annaberg oben im Internat gewohnt. Ihre Mutter war die Schauspielerin, der Vater war der Biermann. Und das hat der verarbeitet zu einem Hörspiel, sie als Figur, und die kriegten seinerzeit den DDR-Preis dafür. Und immer wenn das Schuljahr zu Ende war, hat der Mann vorgelesen. Und wir hingen da dran, an seinen Lippen. Das war toll. Das hat was mit einem gemacht. Und wenn wir mal bei Klassentreffen gewesen sind, reden wir über solche Lehrer. Sie glauben gar nicht, wie wichtig, das wissen Sie selber, ein Lehrer ist, wenn du das Glück hast, einen Lehrer zu haben, egal ob es ein Chemielehrer ist, ein Biologie- oder ein Deutschlehrer, und du bist dafür irgendwo offen, dann kann das deinen Lebensweg ebnen. Und diese Geschichte, die Sie gerade, also 96 wurde, glaube ich, 1496 Annaberg gegründet. Barbara Ottmann-Zeit, Reich, Silber, Bergbau. Und jetzt kommen Sie in Ihrem letzten Vortrag noch zum Uran. Geht wieder eine Geschichte los. Ich hatte einen Klassenkameraden, Arbeiter und Bauern, die durften im Ausland studieren. ABF war Halle. Durften also nur Kinder von Arbeitern und Bauern hin, und sein Vater war ein Arbeiter, das ist jetzt nicht negativ gemeint, der war unter Tage in Schlema. Und den haben wir beide mal besucht mit einem Motorrad, mit einer MZ.
Und dann ging ich in diese Kantine mit rein, werde nie vergessen, solche großen Teller und solche Hühnerkeulen. Und dann brachte er noch Bergmann Schnaps und all das mit. Aber der Vater ist knapp über 50 geworden. Und das haben sie verarbeitet. Also ich finde, mich hat das berührt und viele andere vielleicht auch. Annaberg, Erzgebirge, vergiss für der Hamid nicht. Zum Erzgebirge gehört auch Chemnitz, oder? Kulturhauptstadt soll es demnächst werden. Nicht immer. Und da ist unsere nächste Autorin, das ist Frau Dr. Benita Martin. Sie leitet eine große allgemeinmedizinische Arztpraxis. Sie ist Malerin, hat ein Patent, was keine Frau auf der Welt hat. Das kannst du vielleicht nochmal mit zwei, drei Sätzen genauer erklären. Und sie schreibt sehr viel und sehr gern. Malerin, ich habe da mal eine Ausstellung gesehen, Hände, haben wir uns unterhalten, hat mich auch berührt. Und da sagt sie, ja, Hände ist das Schwierigste für einen Maler, was du malen kannst. Fällt dir sofort ein, Dürer, die Hände, sowas hat sie mir erklärt, wirst du wieder klüger, weil sie hat Ehrfurcht als Malerin vor sowas. Und sie recherchiert sehr, sehr viel. Sie hat quasi immer mitgeholfen bei Herrn Teuchert, beide leben zusammen, wenn es darum geht, Filme zu machen, wo ähnlich wie bei Ihnen Erzgebirgisches quasi festgehalten wird für die Nachwelt. Ja, sagst du mal noch was zu dir selbst und dann bist du dran mit einem Gedicht, das heißt Der Dome. Yes. Yes. Bitte. So, also ich gebe euch heute einen Einblick in 5 Jahre meines Lebens, in die letzten 5 Jahre. Die Outer-Dimensionsmalerei, kurz 2 Sätze dazu, das ist eine 3D-Maltechnik. Das Patent habe ich jetzt schon 20 Jahre knapp. Das ist ein Patent, womit man mit der Chroma-Depth-Brille, die hängt auch hier auf so einem Bild drauf, dort, ein Bild räumlich sieht. Also man hat bei dieser Maltechnik den Untergrund abgemischt mit schmutzigen Farben, also mit Grau oder Braun und Dunkelgrün. Und dann heben sich die Schichten hervor und mit der Brille ist dann die letzte Schicht dominant vorne. Also wenn Sie den Kirchturm dort anschauen, der ist in 3D, der hat dann die Elemente, die Kirche ist ja ansonsten nicht unbedingt rot, aber damit das räumlich entsteht, ist die letzte Schicht halt in dieser Leuchtfarbe, in dieser prägnanten Farbe. Die Porträts sind nicht in 3D, aber das Hellblau und dieses prägnante, dieser Kontrast, den habe ich mit Absicht gewählt, weil heute geht es um Christian Friedrich Uhlisch und Johann Traugott Lohse und die haben ihre Kirchen in weiß-hellblau gestaltet mit goldenen Altaren. Na, und die will ich dann später noch rahmen, sodass die mal irgendwann ein Zuhause in so einer Kirche vielleicht bekommen. Ja? Also das soll ein Gesamtbild ergeben. Ja, ansonsten bin ich doch nicht Chemnitzerin, sondern Erzgebirgerin. Ich bin nämlich geboren in Eibenberg, das ist bei Einsiedl. Na, und dann habe ich also meine Kindheit dort tief in Eibenberg am Hang verbracht, also richtig fast im Wald. Und studiert habe ich aber in Leipzig und dann bin ich in Chemnitz in der Praxis. Na, also gebürtig bin ich Erzgebirge. Ja. Und ein Beinchen ist aus Böhmen. Also na, meine Vorfahren sind so in... Ja, gespalten. Wir haben recherchiert über die bedeutenden Baumeister. Ich finde, die wurden zu Unrecht vergessen. Also je mehr ich mich mit diesen beiden Männern beschäftigt habe, desto mehr habe ich fast wie, ja, Liebe kann man nicht sagen, aber Ehrfurcht empfunden. Die haben also Kirchen gebaut, die haben die ersten Spinnmühlen im Erzgebirge gebaut mit massivsten Mauern. Man macht sich kein Bild, die sind 2 bis 5 Meter tief, 5 Meter breit, damit die Schwingungen dieser schweren, na, diese Spinne, das war keine Jenny mehr, die waren halt mit Wasserdampf betrieben. Und die haben ordentlichen Rhythmus gehabt, da konntest du nicht bloß irgendeine Pappschachtel hinstellen. Ne? Die haben dann Raum geschaffen für diese riesengroße Industrie- und Maschinenbau von England, von Even Evans. Diese beiden Baumeister haben wir praktisch recherchiert im Film, der ist draußen auch zu erwerben, wie die groß geworden sind in Altenhain, also bei uns praktisch vor der Tür, vor Chemnitz, und dann vergessen wurden.
Wir haben nicht mehr viel Spinnmühlen. Wir haben noch einige Kirschen oder viele Kirschen erhalten. Aber von Spinnmühlen sind wir jetzt noch wirklich dabei, die letzten zwei fast niederzureißen. Ja. In dieser Recherche ist dieses Gedicht entstanden, der Dom. Ich habe schon ein Band Gedichte verfasst, also es war nicht mein erstes. Ich habe gedacht, jetzt musst du das irgendwie festhalten, die ganzen Berufe, die dazu beigetragen haben, in einem Jahr eine Kirche hochzuziehen oder eine Spinnmühle, in einem Jahr, das muss man sich mal jetzt überlegen. Wir haben eine Technik und kriegen es nicht fertig, ja, und die haben da logistisch zusammengearbeitet, das Erzgebirge, hallo, im Winter. Na, da hat es ja nur 1790 bis 1809, 1810, war die Schaffenskraft vom Johann Traugott Lohse. Ja, da konnten nicht mit der Eisenbahn fahren. Na, der musste das so managen. Die haben sich vernetzt, die haben schon in Serie produziert. Und jetzt kommen wir so langsam dahinter und also ich kann nur Hochachtung empfinden. Ja, und so ist der Dom entstanden. Und dieses Gedicht wollte ich euch jetzt mitbringen. Es ist ein bisschen Anlehnung an die Glocke, na, also etwas länger. Aber ansonsten vereinigt diese vielen Berufsgruppen mit im Endeffekt dann ein Dom oder eine Kirche, eine leuchtende Kirche. Der Dom. Auf dem Feldweg ritt er zügig durch die weite grüne Flur, hörte immer laut und stetig das Gehämmer Flur um Flur. So im Takte dieser Töne ward geboren die Vision. Ich habe eine Idee. Olaf, würdest du das lesen? Du bist ein Mann. Das ist ein Männergewerbe. Würdest du mir das lesen, bitte? Sag ja. Gut. Ja. Yippie. So, was haben wir jetzt hier? Der Dom. Warte, nee, ich muss das. Du hast gesagt, so lang. Der Dom. Auf dem Feldweg ritt er zügig durch die weite grüne Flur. Hörte immer laut und stetig das Gehämmer, vor um vor. So im Takte dieser Töne ward geboren die Vision Sachsens Kirchen, groß und schöne Unschuld, weiß-blau-silberton. 100 Männer waren nötig, zogen viel Gewerke an, Mauermeister, Maler, Bläser, Schmied und Steinmetz, Zimmermann. In dem Kopfe lauter Zahlen kreisen um und rundherum. Pfarrers Auftrag, Kirch zu planen, niedrig Lohn. Nun, sei es drum. Brötchen bäckt die liebe Anna, Milch gibt unsere gute Kuh. Das muss reichen, denn das Felde gibt die Rüben noch dazu. Und so ritt der windeseilig zu der Baustell andernorts, um zu sehen nach dem Rechten und zu halten denn sein Wort. Ganz zuerst ward die Ruine abgetragen, voll, und dann hölzern Stangen zeigten Grundriss, ehe der Aushub rasch begann. Dicke Mauern müssen stützen, Stelen, Säulen, Bögen gar, Platz für Raum für 1000 Menschen, stellen Ort fürs Hauptschiff dar. Siehe da, nun legt der Pfarrer ersten Stein mit eigener Hand in das schmale Kiesbett nieder. Mörtelmischer sieben Sand. Mauermeister kontrollieren eifrig waagerecht den Stein. Jeder Fehler an der Mauer und die Kirch, sie stürze ein. Dann erfolgt das Ziehen der Säulen, geradewegs und in die Höhe. Straff dazwischen stehen die Wände. Maßwerk hilft durch Seilwinddreh. Strebepfeiler sind vonnöten, Druck zu mindern, vehement. Vom Gewölbe auf die Pfeiler, Schubkraft ab zum Fundament. Jetzt, so schreitet man zum Ende. Das Gewölbe wird erbaut.
Dafür setzt man Rad und Winde, Holzgerüst ist fest vertaut. Brett um Brett verbindet Querwand, Lehrgerüst ist konzipiert, dient als Stütze der Gerippe, Steine werden drauf drapiert. Und als letztes kommt der Schlussstein. Kreuz hält Bogen und Gestalt, eingesetzt in Ripp und Scheitel, höchster Punkt, Zusammenhalt. Latten zwischen Lehrgerüsten formen es zum Ganzen dann, Steine schichten leicht und lässig, Maurer und der Zimmermann. Mörtel drauf, um zu verhindern Risse in der Mauers Pracht, Gips darunter, um zu täuschen Regelmäßigkeit der Fracht. Währenddessen werden Scheiben für die Fenster ausgewählt. Mundgefertigt zeigen Bläschen, Luft des Manns, der hergestellt. Glasebläser hatten vorher farbenprächtig Sand und Holz mit Metall zu Fluss geschmolzen, Luft geblasen in die Walz. Flach gepresste halbe Röhren mit Metall in Form gebracht. Glasestücke zugeschnitten, Blei verbinde diese Pracht. Stein verschieden, farbgeplotten, ebenerdig eingebaut, bilden nun den wirt'gen Boden. Gläubigen der Weg vertraut. Glocken werden dick gegossen, Ton und Gips sind das Modell, Wachs ummantelt, dann zerflossen, Hohlraum füllt die Bronze schnell. Fensterrosen, Tür, Portale stellen dann den Abschluss dar. Tischler, Schnitzer, Künstler, Maler, Christuskreuz und den Altar. Weiß, blau, silbern jetzt erstrahlet Sachsens Kirch durch Silbererz. Mensch hier andächtig verweilet, huldigt Gottes Haus mit Herz. Nun, so reitet unser Meister, ohne jemals auszuruhen, zu überwachen seine Geister, Bauarbeiter, deren Tun. Klettert hoch in das Gewölbe, riesig, hell und himmelsgleich. Kontrolliert des Schlusssteins Halte. Stürzt hinab ins Totenreich. Wenn ich mich, Benita, daran erinnere, ist der Kirchenbaumeister Uhlich nicht runtergefallen, aber ist auch zu Tode gekommen. Ich habe das ja gesehen, das habt ihr mit Laiendarstellern richtig gut gemacht, wie Terra X, also so war der Film. Haben ihr Letztes gegeben seinerzeit. Genau, der ist bei der Baubesprechung gestorben, während der Baubesprechung. Ja. Ja. Also auch Stress gehabt, ne? Das ist nicht alt geworden. Ja, ich mache jetzt Platz für den nächsten Herrn. Ich habe recherchiert, wir sind zusammen in Rente gegangen. Herr Professor Dr. Karl-Heinz Benus ist unser nächster Literat, der hier vorne Platz nehmen darf. Er ist auch ein Erzgebirger, er ist viele Jahre in der Politik tätig gewesen, war im Landrat. Einige von Ihnen werden ihn sicherlich kennen, nehme ich an, weil er auch viele Jahre Bürgermeister in Marienberg war. Und jetzt hat sich eine neue Tür geöffnet. Er ist in die schreibende Zunft gewechselt, in seinen reifen Tagen, und wird uns jetzt mal einiges lesen. Und dann werden sich diese und jene Fragen ergeben. Vielleicht kommen wir noch ein bisschen ins Gespräch, was uns beide als Erzgebirger, vielleicht sind Sie sogar Annaberger, verbindet. Schauen wir mal. Ich bitte Sie nach vorn und wir freuen uns auf Ihren Beitrag. Ja, ein herzliches Glück auf in die Runde. Ich bin in Wolkenstein im Erzgebirge geboren. Ich bin viel rumhergekommen und aber immer wieder zurück nach Wolkenstein, also Hilmersdorf, dort wohne ich. Und bin 21 in Ruhestand gegangen. Meine Frau hat gesagt, du musst von der Straße weg. Und da habe ich mir was gesucht und habe mich der Literatur zugewandt. Ich habe mein ganzes Leben lang geschrieben, eher Prüfungsberichte. Die waren nicht bei allen so beliebt. Und jetzt habe ich mich eben dem Krimi zugewandt.
Ich lese aus meinem ersten Krimi Erzgebirgshass. Von Adolphe Dudé stammt das Zitat: Der Hass ist der Zorn der Schwachen. Der Hass ist der Zorn der Schwachen. Genau darum geht es in meinem ersten Krimi Erzgebirgshass. Hass im Zusammenleben der Gesellschaft und Hass in zwischenmenschlichen Beziehungen, Hass als Zorn von Schwachen kann zu menschlichen Katastrophen führen. Zum Inhalt, da ist der Mord an einer Studentin, die mit ihrer Kommilitonin in der Geschichte von Treuhandprivatisierungen recherchiert. Steht die gleichzeitige Entführung der Kommilitonin des Mordopfers etwa in einem Zusammenhang? Und welche Spuren führen knapp 30 Jahre zurück zur turbulenten Zeit der Privatisierung vieler Unternehmen durch die Treuhandanstalt? Oder hat der Freund aus Eifersucht gehandelt? Welche Rolle spielt der charmante Professor ihres Lehrstuhls? Ich lese eine Szene zu dieser entführten Kommilitonin Lisa Paulik. Die Gleichförmigkeit hatte Lisa verstört. Sie wusste nicht mehr, welcher Tag heute war. Wieder und wieder sprach sie leise mit sich selbst. Sie wollte damit diesen dunklen, tristen Keller irgendwie füllen. Gedanken und Träume. Träume und Gedanken gingen ineinander über, vermischten sich. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Ich weiß nicht, warum ich entführt wurde. Ich weiß nicht, wann ich wieder die Sonne sehen werde, sagte sie verzweifelt vor sich hin. Sie weinte und konnte nicht aufhören zu weinen. Wenn ich das hier jemals gut überstehe, dann kann mich später vielleicht nichts mehr am Leben umhauen, sprach sie sich wieder Mut zu. Ich habe in meinem Leben schon einige Krisen erlebt. Da war der plötzliche Tod meines Vaters, die beängstigende und verzweifelnde Trauer meiner Mutter in den Wochen danach. Das war auch für sie selbst, Lisa, extrem belastend und deprimierend gewesen. Noch im selben Jahr verstarb ihr über alles geliebter Großvater Paul Paulik. Er war hinaufgestiegen, hatte aber trotz allem Suchen das Nest mit den goldenen Eiern nicht gefunden. Er wurde traurig, dass der Traum ihn getäuscht hatte, und setzte sich auf die Wurzeln des Baumes, um auszuruhen. Was wäre, wenn der Engel gar nicht die Zweige oben gemeint hat? Zu den Zweigen gehören auch die Wurzeln in der Erde, war es ihm bald zur Gewissheit geworden. Er lief schnell zurück zu seiner Hütte, holte das notwendige Werkzeug des Bergmanns und fing unverdrossen an, am Fuße der Tanne zu graben. Schon bald leuchteten ihm Silberbrocken entgegen. Die Neuigkeit, dass in dieser wilden Gegend des Erzgebirges Silber gefunden worden war, verbreitete sich in Windeseile durch das ganze Land. Tausende Männer und Frauen kamen in das Gebirge, um in der Gegend zu schürfen. Schon bald, im Jahr 1496, wurde der Grundstein zu dem ersten Haus für eine neue Stadt gelegt. Diese neue Stadt wurde später Annaberg genannt. Zum Andenken an denjenigen, der den folgenden Bergsegen begründet hatte, Daniel Knappe, werden die Bergleute noch heute als die Knappen und ihre Gemeinschaft als die Knappschaft bezeichnet, hatte ihr Großvater nachsinnend erklärt. Lisa liebte diese Geschichte sehr. Dieses Geschehnis hatte sie auch schon mehrfach an der Rückseite des Altarbildes der St. Annenkirche in Annaberg-Buchholz bestaunen können. Der Maler Hans Hesse hatte diese schöne Legende schon im 16. Jahrhundert etwas versteckt auf der Rückseite des Bergaltars gemalt. Das Erzgebirge ist nicht nur wegen des Silbers eine reiche Region, hatten dankbar und gedankenvoll ihre Großeltern ihr immer wieder gesagt. Und ihre Botschaft war sehr klar. Auch wenn Armut oder Reichtum zumeist über Geld definiert werden, musst du lernen, tiefgründiger zu beobachten. Das Erzgebirge ist althergebracht, sehr menschlich. Wir kennen uns im Dorf und wir kümmern uns gegenseitig um die Menschen. Deshalb sind wir keine arme Region. Das musst du dir für dein ganzes Leben merken. Geld ist nicht die einzige Bestimmung, um sich wohlzufühlen. Du musst nicht immer nur um Hilfe oder um Dinge bitten oder beten. Du musst dich auch bedanken können
für den Sonnenschein, wenn es Sonne gibt, für den Regen, wenn es regnet, dafür, dass du jeden Tag etwas zu essen und zu trinken hast. Das ist nicht bei allen Kindern so. Du musst dich bedanken, dass du eine Mutter hast, die dich liebt. Das hatten sie oft zu ihr gesagt. Das hat mich positiv gestimmt und es war der Weg, mit jeder Krise, die noch kam, angemessen umzugehen. War sich Lisa sicher. Wird das mir jetzt auch helfen, fragte sie sich besorgt. Sie dachte an die verblassende Freundschaft zu ihrer langjährigen Schulfreundin und nunmehrigen Kommilitonin Anna, die sie mit Worten und Ideen immer schwieriger erreichen konnte. Ihre Wege waren beständig auseinandergegangen. Unvermittelt war das Kratzen beim Zurückschieben des Eisenriegels zu hören. Mit einem Grinsen zog er die mitgebrachte Teufelsmaske über sein Gesicht, packte den großen Plastikbeutel, einen Sechserpack Wasser und ging geduckt zur Kellertür. Der quietschende Riegel kündigt mich bereits böse an, amüsierte er sich. Sie wird vor Angst schon fast in ihre Höschen pinkeln. Mit berechnend schweren Schritten polterte er die alte Kellertreppe hinunter. Er hatte sich heute eine Stirnlampe übergezogen, sodass er blitzschnell auf jede Bewegung reagieren konnte. Hier werden hoffentlich keine Ratten rumrennen, mutmaßte er, die würden mir den Spaß vielleicht noch verderben. Derb trat er mit dem Fuß gegen die untere Holztür, bevor er sie langsam öffnete und in den dunklen Raum eintrat. Vielen Dank. Da sind ziemlich viele Weisheiten drin. Also wenn ich mir erlauben darf, auch Sie müssen eine ziemlich gute Puppenstube gehabt haben, um im Alter sowas ausspucken zu können. Ich habe bei der Recherche mitbekommen, dass also Ihre ganze Familie sehr leseaffin war. Ja, wir haben viel gelesen und ich denke, das Lesen ist ganz prägend auch für die Entwicklung der Fantasie, dass man sich etwas vorstellen kann, auch dass man etwas beschreiben kann. Und das ist, Sie haben es vorhin angedeutet, eben bei jungen Leuten zum Teil etwas verschüttet, dass man eben doch den sehr schnellen Mediengenuss vorzieht. Aber Sie haben jetzt gerade was weitergegeben, also das war richtig ansprechend und genau das ist das, diese Altersweisheit. Wie muss man sich das bei Ihnen vorstellen, wenn Sie jetzt das Buch, was Sie gerade hingelegt hatten, was wir sich 300 Seiten, schreiben Sie jeden Tag 3 Seiten, sind Sie diszipliniert, schreiben Sie mal 20 Seiten, wie macht man das? Also ich habe jetzt das zweite Buch gerade beendet und ich habe am 1. November zu meiner Frau gesagt, jetzt beginnt die Schreibzeit wieder. Im Sommer ist es schwierig, da fahre ich kein Motorrad oder Fahrrad oder die Wandern und mache sonst was und im Garten. Und jetzt im Winter sitze ich lieber dann am Schreibtisch mit dem Hund neben mir und dann schreibe ich intensiv. Also ich habe meiner Frau versprochen, ich bin dann abends auch für dich da, so um 6. Aber leider habe ich es immer eingehalten. Dann sitze ich eben bis um 10 lese noch. Und auch 6. Scheiße. Ja, und also dann arbeite ich schon durch und es sind dann schon manchmal mehr als 3 Seiten, auch 10 oder 13 oder 15 Seiten. Aber Sie müssen da auch sehr viel recherchieren, das fließt da nicht nur so einfach. Es gibt gute und schlechte Tage. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, bevor ich die nächste junge Frau hier ankündige, machen wir noch ein bisschen Sound, ein bisschen Musik. Ja, ich habe gedacht, von Wolkenstein ist es nicht weit nach Drehbach. Die Kokosnüsse, ne? Und deswegen jetzt ein Stück von Kurt Albert Richter, Tanz auf der Kokoswiese. Thank you.
Das Höchste, was man in der DDR erreichen konnte, topografisch, war der Fichtelberg. Und am Fuße des Fichtelberg liegt ein schönes Dorf, das heißt Krottendorf, ne? Und in diesem Dorf ist unser nächster Gast geboren, Daniel Zinn. Sie hat bislang Publikationen in Englisch veröffentlicht. Kommen Sie nach vorne, Frau Zinn. Jetzt kommt Ihr Auftritt. Sie haben beim Shakespeare gewildert, sind von Engländern inspiriert worden, habe ich gelesen. Und da hat es Klick gemacht, dass ich jetzt was schreiben muss und das alles auf Englisch. Und haben Sie das mal adaptiert auf Deutsch? Das lesen Sie jetzt. Genau, genau. Also ich lese auf Deutsch, keine Angst. Und nebenbei bemerkt, das muss ich noch zu Ihrer Person sagen, Sie leben derzeit in Leipzig. Ja. Und sind dort im IT-Controlling tätig. Was muss man sich darunter vorstellen? Ich bin in einer IT-Beratung tätig in Deutschland. Das ist eine französische Mutter und dort in dieser IT-Beratung im Finanz- und Controlling-Bereich. Ich bin Controller, also so Finance und Accounting und befasse mich eigentlich mit dem ganzen Gegenteil von dem, was ich in meiner Freizeit mache. Ja, und noch ein Wort zu dem, was Sie uns jetzt hier präsentieren wollen. Worum geht es im Wesentlichen bei dem, was Sie publizieren? Genau, also sind das Krimis oder? Genau, es sind Krimis. Die ersten, ich habe zwei Bücher geschrieben in der englischen Sprache, wie Sie richtig gesagt haben. Da war auch so ein bisschen der Hintergrund, meine Mutter ist Lehrerin am Gymnasium in Annaberg, Englisch- und Russischlehrerin. Und wir haben diese unwahrscheinliche Leidenschaft für die englische Sprache. Ich bin auch schon in sehr jungen Jahren an die englische Sprache herangeführt worden durch meine Mutter. Also die Vorlesegeschichten waren dann auch in Form von englischen Kinderwörterbüchern, wo dann so A as Apple vorgestellt wurde. Das waren dann so, womit wir uns abends beschäftigt haben, als Gute-Nacht-Geschichte. Und wir reisen sehr gern. Meine Eltern haben mich auf viele Reisen mitgenommen, sind heute Abend auch da. Und immer wenn wir im englischsprachigen Ausland unterwegs waren, USA, Kanada, Australien, Südafrika, haben meine Mutter und ich uns dort einen Krimi gekauft, der dort geschrieben wurde von einem Autor aus dieser Gegend. Wir lieben die englische Sprache und Krimis. Und ja, so ist es dann auch dazu gekommen, dass ich dachte, ich schreibe meiner Mutter mal als Weihnachtsgeschenk einen Krimi auf Englisch, weil uns das verbindet. Und der Krimi soll aber bei uns zu Hause spielen, in Krottendorf, im Erzgebirge. Und daraus lesen Sie jetzt. Genau, und daraus lese ich jetzt. Das ist jetzt das erste Buch. Heißt im Deutschen Eiskaltes Erzgebirge. Uns allen viel Spaß. Danke. Genau, also Eiskaltes Erzgebirge spielt, wie gesagt, in Krottendorf im Erzgebirge. Es spielt in der Vorweihnachtszeit, in der Adventszeit, so um den ersten, zweiten Advent herum. Genau, und dort möchte ich jetzt zwei kleine Abschnitte heraus vorlesen. Berghaus, Meier und die Rechtsmedizinerin schauten auf das gefrorene Bündel, das auf Augenhöhe kniete, während die Spurensicherung geduldig im Hintergrund auf ihren Einsatz wartete. »Was ist das?« Berghaus deutete auf ein schimmerndes Metallstück mit einem pistolenartigen Griff, das aus der Brust des Opfers ragte. Ein dunkelroter, fast schwarzer, kreisförmiger Fleck aus gefrorenem Blut hatte das graue Shirt befleckt. »Für mich sieht das nach einem halben Degen aus«, antwortete Meier, der die Stirn in Falten gelegt hatte. »Ein halber Degen? Was meinst du damit?«, fragte Berghaus ungläubig. »Der Degen ist eine Waffe beim Fechten, dem Sport. Normalerweise ist er gut einen Meter lang. Das hier sieht nach einem abgebrochenen Degen aus. Das Opfer weist keine Austrittswunde am Rücken auf«, erklärte Meier.
Sehr gut. Das sieht nach einem einfachen Fall aus. Du musst nur jemanden finden, der eine Verbindung zum Fechtsport hat, sagte Laura, die abwechselnd zu Berghaus und Meier schaute. Na ja, begann Meier langsam. So einfach ist es nun auch wieder nicht. Es gibt einen Fechtclub kurz hinter der Grenze. Die Leute aus Böhmen sind begeisterte und recht erfolgreiche Fechter. Einige aus unserem Dorf haben in ihrer Jugend auch gefochten, bis unser Club geschlossen wurde. Naja, und dann ist da natürlich noch Vincent Deckert. Das Trio blickte betroffen zu Boden. Die nächste Szene spielt bei Hauptkommissar Alexander Berghaus zu Hause und ist der gleiche Tag, an dem die Leiche gefunden wurde, und es ist abends. Mit drei großen, leisen Schritten ging Berghaus zur Tür und öffnete sie einen Spalt breit. Draußen war alles vollkommen still, als ob der sonst selbst so laute Winter seinen Atem anhielt. Eine dünne, lange und silbern schimmernde Klinge schob sich geräuschlos durch den Spalt und weiter, ganz vorsichtig, nach oben zu Berghaus Brust. Sein Herz pochte bis in die Ohren. Alles, was er ausmachen konnte, war eine schwarze Silhouette im Licht der gegenüberliegenden Straßenlaterne. Annika hatte recht gehabt. Das Ding, das die Klinge hielt, hatte kein Gesicht, sondern schien eine Maske zu tragen, wie ein schwarzer Stahlkäfig. Atem drang in Nebelschwaden hervor. Die Hand stoppte ihre Bewegung und die Spitze der Klinge schwebte gefährlich vor Berghaus Kehle, ohne sie zu berühren. Plötzlich schrie die Maske, Touché! Berghaus packte die Klinge und zog sie mit einer ruckartigen Bewegung zu sich heran. Die Maske ließ los und ein klingelndes Geräusch hallte durchs Haus, als das andere Ende der Klinge an den Türrahmen schlug. Danke. Ja, an der Reaktion merkt man, das macht Lust auf mehr. Unser nächster Gast ist Herr Professor Dr. René Seitenglanz. Er hat zwei Bücher bislang geschrieben, Toter Schacht und Kaltenhain. Und im Toten Schacht kommt dieser Berghain vor. Deswegen hat es bei mir Klick gemacht, das ist da so bekannt, jetzt umarmen sich beide. Sie sind nämlich ein Paar geworden und haben sich über die Literatur kennengelernt und offensichtlich unterhalten sich sehr viel über Berghain und Co., ne? Abends, ja. Nach 18 Uhr. Okay. Ich hoffe, es auch früher. Manchmal auch früher. Manchmal auch früher. Also, Herr Professor Seitenglanz, ich habe auch ein bisschen über Sie recherchiert. Sie sind ebenfalls aus Annaberg. Sie sind Kommunikationsmensch, Sie sind Professor, Sie haben jahrelang in Leipzig an der Uni gelehrt und sind jetzt gewissermaßen der Chef der angesagtesten Universität oder Hochschule in Deutschland für Kommunikation Quadriga. Dann habe ich bei YouTube gesehen, wie Sie vor großem Publikum referieren und dann bin ich so klein geworden. Nein. Dann dachte ich, also Wahnsinn, wie der so macht, aber ich habe nichts verstanden. Wissenschaft. Und jetzt die Gegenseite. Jetzt sprechen wir wieder ganz normales Deutsch. Also das, was er macht oder da gemacht hat, von dem ich gerade zitiert habe, das ist schon auf einem sehr, sehr hohen Level. Und da muss man schon in der Thematik sein. Sie haben uns heute Leseproben mitgebracht aus Ihrem Roman Kalten Heide. Auch ein Erzgebirgskrimi. Und ich überlasse Ihnen jetzt das Wort. Sie führen sich mal selbst ein, worum es da geht. Und okay. Dann sind wir gespannt auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Olaf Baden, für die nette Überleitung. Und keine Sorge, es geht nicht um Theorie, es geht nicht um Wissenschaft, sondern hier entsteht gerade ganz viel heute Abend. Wir hatten heute schon zwei Krimis, jetzt kommt noch ein dritter dazu. Es gibt eine Geschichte aus meiner Familie, die ich immer mal erzählen wollte, wo es um die Vertreibung geht. Und nun hatte ich dieses Krimi-Format, das heißt, ich habe dann eben das in diesen Krimi eingetragen.
Ich erzähle auch immer ein bisschen zum Inhalt, weil na, ein Krimi ist ein bisschen was anderes als diese tollen Texte, diese Gedichte, die ihr gemacht habt, die für sich selber wirken. Das Verbindende ist, es gibt immer einen historischen Hintergrund. Das ist ganz ähnlich wie bei Karl-Heinz Binus, der von der DDR-Geschichte schreibt. Kaltenheide geht noch ein bisschen weiter zurück. In die Zeit des Nachkriegs, nach dem Zweiten Weltkrieg, und zwar auf die böhmische Seite des Erzgebirges. Da startet es und einige von euch, einige von Ihnen werden es wissen, 45, 46 in der Nachkriegszeit mussten die Menschen, die da drüben gewohnt haben, ihre Heimat verlassen. Und es gab eine Stadt, die was ganz Besonderes war. Und diese Stadt hieß genau, sie hieß Preßnitz. Ich weiß nicht, wem das was sagt. Preßnitz war in Jöhstadt. Gegenüber von Jöhstadt, gegenüber von Satzung, Preßnitz war ein Phänomen. Das war eine kleine Stadt ganz oben auf dem Erzgebirge und es war eine Stadt der Musik. Und auch Elisabeth versucht, ihre wertvollen Geigen, ihre Familienerbstücke eines Nachts 1946 von Preßnitz, wo sie versteckt hatte, hinüber nach Kaltenheide, Dorf im Erzgebirge, fiktives Dorf, aber vielleicht erkennt ihr es ein bisschen, wo das ist, hinüber zu schicken. Und sie findet auch jemand, der sie scheinbar über die Grenze begleiten kann. Wir sind also jetzt in einer Nacht im April 1946 irgendwo an den Flanken des Haßberges der Nähe von Preßnitz. Nein, sie kannte diesen Ort, sie kannte diesen Felsen, sie erkannte ihn wieder. Trotz der Dunkelheit, das konnte nur, aber wenn es so war, dann hatte der lange sie in die Irre geführt. Dann war sie falsch. Das hier war nicht der Weg nach Kaltenheide. Sie hätten diesen Hohlweg überhaupt nicht nehmen sollen. Was passierte hier? Warum? Sie drehte sich wieder um, hektisch. Angst, Panik, die Felsen direkt vor ihr. Dann ein Atem in ihrem Gesicht. War sie entdeckt worden? Es war der lange, der plötzlich direkt hinter ihr stand. Sie sah, dass er grinste und dass seine Augen funkelten. Aber er war ganz still. Er schien nicht einmal zu atmen. Dann spürte sie einen stechenden Schmerz, der ihre Eingeweide zerriss. Der Lange lächelte. Er lächelte. Er hielt das große Messer hoch, betrachtete es und lächelte. Man stach ihr noch einmal zu. Blut floss, warm an ihr runter. Er lächelte. Sie sackte langsam zusammen. Er schaute ihr nach und lächelte. Über ihr waren noch das Stückchen Himmel, der Felsen, die Spitzen der Bäume. Dann verschwanden sie. Und 70 Jahre lang wird Elisabeth, die junge Musikerin, und auch die Geigen verschwunden bleiben. Doch dann, wir sind dann in der Jetztzeit, tauchen sie plötzlich wieder auf. Sie sind ein Geschenk. Ein Geschenk für eine Musikstudentin namens Martha, die hier im Erzgebirge zu Hause ist. Ein Geschenk ihres Bruders Nathan. Aber niemand weiß, woher diese eine Geige plötzlich kommt. Es war nämlich eine Geige aus Familienbesitz, des Martha und Nathan sind sozusagen die Ururneffe und Ururnichte von Elisabeth. Ist also in der Familie. Aber Nathan hatte einen Autounfall, ist gestorben. Und jeder, der Krimis liest, weiß natürlich, das war kein Unfall. Aber insofern weiß niemand, wo kommen diese Geigen her. Und auch Martha glaubt nicht daran, dass es Zufall war. Sondern sie glaubt, da ist mehr dahinter, aber keiner will ihr glauben. Und deshalb geht sie es bleibt in der Familie, nämlich zu den Berghaus, die wir gerade schon kennengelernt haben. Da ist der Alexander Berghaus, ein Kommissar. Und sein Halbbruder ist ein etwas verschrobener, auch etwas merkwürdiger Professor mit seiner Tochter Sascha Berghaus, die zwar nicht Polizisten sind, aber die sich mit alten Kriminalfällen beschäftigen und darüber schreiben. Und bei ihnen sucht Martha Hilfe und Sascha nimmt diesen Fall auf, weil sie ihn interessant findet und sie geht nach Kaltenheide, weil dort passiert das alles, dort ist Nathan gestorben und als Sascha schließlich in Kaltenheide ankommt, beschlagen sich die Ereignisse, Menschen sterben, ein Hof brennt und irgendjemand scheint sie zu verfolgen. Wir sind also jetzt nicht mehr
der Nachkriegszeit, sondern wir sind heute. Sascha wacht mitten in der Nacht auf. Sie hat schlecht geschlafen. Vielleicht liegt es an diesem Haus. Das Haus, in dem Sascha seit einigen Tagen untergekrochen ist, steht in der Mitte von Kaldenheide an der Hauptstraße, die einmal quer durch das Dorf führt, schräg gegenüber der Kirche. Es hat ein niedriges, gedrungenes Erdgeschoss mit dem typischen hölzernen Vierheisel. Vorhäuschen, einem Windfang, der den kalten Gebirgswind draußen halten soll. Sascha hat sich in dem Bett mit der viel zu weichen Matratze hin und her gewälzt, ist zum Fenster gegangen, von wo man aus über die Felder und bis zum Waldrand sehen konnte. Im Wald draußen blitzten Lichter auf. Sie bewegten sich. Es konnten Taschenlampen sein oder Scheinwerfer eines Autos. Oder vielleicht träumte sie auch noch. Da draußen war nur der Wald und irgendwann die Grenze und dahinter der Haßberg. Es gab keine Häuser und keine Straßen dort. Es gab nichts dort. Und trotzdem waren dort draußen Lichter. Aber vielleicht hat sie nur geträumt. Vielleicht hat sie geträumt, dass sie sich über die Lichter wunderte und ins Bett zurückgekrochen ist. Vielleicht hat sie auch von diesem merkwürdigen Schatten geträumt, der sie zu verfolgen scheint, seit sie sich mit dieser Geige und ihrer merkwürdigen Geschichte beschäftigt. Vielleicht hat sie davon geträumt, dass der Schatten vor ihrem Bett steht und sie ansieht. Ja, wahrscheinlich ist sie deshalb aufgewacht. Sascha steht wieder auf und geht zum Fenster. Draußen ist es dunkel. Keine Lichter mehr im Wald. Dann steigt sie die Treppe hinunter und geht nach draußen zum Gartenzaun. Von dort kann sie ungehindert zum Waldrand sehen. Die Lichter sind verschwunden. Es ist kühl draußen. Und Sascha ist barfuß. Jetzt erst merkt sie, dass es geregnet hat. Die Wiese in dem Haus ist ganz feucht. Sie fröstelt. Es ist dunkel. Der Wind ist klar, der Himmel ist klar. Man kann die Sterne sehen und eine Mondsichel. Ja, vermutlich hat sie nur geträumt von Lichtern und Schatten. Es ist fast vollkommen still. Nur ein bisschen Wind geht. Sascha atmet tief ein und wieder aus. In diesem Moment merkt sie, dass direkt neben ihr eine schwarze Gestalt steht. Es liegen nicht mehr als 2 Meter zwischen ihnen und der Gestalt. Die Gestalt ist ein Schatten und der Schatten steht reglos da. Am Zaun draußen auf dem Feld. Sascha erstarrt vor Schreck und sieht den Schatten an und der Schatten sieht Sascha an. Ein paar Sekunden stehen sie sich gegenüber, dann dreht sich der Schatten um und läuft weg. Sascha springt zurück durch das Gartentor und über die Wiese. Hastig schlägt sie die Hintertür zu, vergewissert sich, dass sie verschlossen ist. Am Treppenabsatz sieht sie zum ersten Mal die feuchten Schuhabdrücke, die nach oben führen. Sie führen in das Zimmer, in dem Sascha schläft. In Nathans Zimmer. Dort liegt ein heller Fußbodenbelag und auf dem Belag kann sie einen schmutzigen Schuhabdruck erkennen, direkt vor ihrem Bett. Hier hat jemand gestanden, als sie geschlafen hat. Sascha zittert. Jetzt weiß sie, warum sie aufgewacht ist. Der Schatten an ihrem Bett war kein Traum. Vielen Dank. Professor Dr. René Seidenglanz, brillant gelesen. Kompliment. Danke, aus diesem Mund. Das zieht rein, das macht Lust auf mehr. Und einmal waren Sie sogar total native. Vierheisel. Das Vierheisel, klar. Ja, ja. Kann man mit Ihren anderen so auf Erzgebirge retten? Ja, klar, komm mal Ski, ja. Natürlich. Sie sei ja Wismut Aue Fan. Nee, bei mir hieß das Wismut Aue. Bei mir hieß das ja damals. Damals war es noch. Na, es ist gerade nicht so einfach. Ne? Ich wollte nachher noch was kann. Es ist nicht. Es ist. Ach, es tut Herzen. Na, dritte Liga und fast ganz. Ach so. Ja. Oh. Ja. Aber hier, der Mensch, der hat kennt Wismut. Erzgebirge Aue, Mensch, ich bin aus der Zeit raus. Ziemlich gut, weil Michael Teuchert war Kameramann lange Jahre beim MDR und hauptsächlich hat er sich auf allen großen Fußballstadien rumgetrieben und kennt quasi das alles.
kriegte ich mit durch so ein Interview, was Sie mit einem Klockhaus geführt haben. Mhm. Und da kriegte ich mit, dass Sie Erzgebirge, also Wismut, genau. Erzgebirge Aue Fan, also die Veilchen. So ist es, ne? Und Klockhaus ist auch Kommunikationswissenschaftler, ja. Ist Schalke-Fan. Genau. Das verbindet, weil beide singen das Steigerlied im Stadion. Genau. Genau. Kriegen wir das hin, jetzt das Steigerlied? Dann machen wir das. Ne? Heide-Urm, war. Mehr Choreografie kann man nicht hinkriegen. Ja, Literatur im Erzgebirge hatten wir heute 2 Stunden lang. Ich darf noch mal die Leute vorstellen, die heute Abend mitgewirkt haben. Frau Dr. Benita Martin, vielen Dank. Daniel Zinn aus Kottendorf, herzlichen Dank. Robert Landgraf aus Marienberg. Professor Dr. Karl-Heinz Binus aus Wolkenstein. Und Professor Dr. René Seidenglanz aus Pressnitz.